und das, weil es einen Flipper hat, nicht legal. Dieser Haken, der würde so wegkommen. Einfach so aufstückeln. Hinten am Griff angefasst, runtergeschmissen und hochgezogen. Der Klingenlauf ist so gut, das geht einfach zu einer wahren Freude. Oder natürlich, obwohl der Flipper fehlt, einfach trotzdem hier ein bisschen draufdrücken, dass sich die Klinge so ein ganz bisschen löst. Dann genau wie mit der Opinel-Technik. Mit Daumen und Mittelfinger etwas lösen und dann in die Hohlschliffklinge hier eingreifen und öffnen. Geht super gut. Also, obwohl das Gerät jetzt legalisiert ist, durch den Klingenlauf könnte ich sagen, dass es sich hier trotzdem ganz gut mit einer Hand öffnen lässt. Natürlich kann jeder auch mit zwei Händen öffnen. Wenn ich will, kann ich aber die Schraube etwas stärker anziehen, sodass ich es dann trotzdem noch über diesen Weg mit einer Hand öffnen kann. Aber es würde dann nicht mehr über diese Funktion herausfallen, weil der Klingengang dann etwas erschwert wird. So, ich hoffe, euch gefällt meine Modifikation des Kershaw Tremors und wollte euch das nur als Update noch kurz vor Wochenende hier auf den Weg geben. Und tschüss!